Sind Sie dafür, dass Deutschland auch Panzer westlicher Bauart, Kampf- und Schützenpanzer an die Ukraine liefert? Ich bin dafür, dass wir alles liefern, was einen Unterschied macht, um Menschen zu befreien. Aber eine Lieferung also allein macht eben noch nicht den Unterschied. Eine Lieferung allein. Darf ich zu Ende sprechen? Eine Lieferung allein macht eben noch nicht den Unterschied, sondern sie müssen auch zum Einsatz kommen können. Es muss die ganze Logistikkette dahinter funktionieren. Und dieser Schritt kann nur international gemeinsam passieren. Und das habe ich in dem Interview, was Sie gerade zitiert haben, ja genauso auch gesagt, dass ich den Wunsch mehr als verstehe und dass ich auch sehe, dass es auf jede Woche jetzt ankommt, dass wir solche Schritte aber nur international gemeinsam abgestimmt machen können. In der jetzigen Situation würde ich das so beurteilen, dass die Wahrnehmung einer Führungsrolle aus der zweiten Reihe ein bisschen schwierig ist. Also man muss schon nach vorne treten, wenn man führen will. Und dann muss man auch gegenüber anderen Ländern entsprechend Beispiel geben. Und das Problem, was wir zurzeit haben, ist einfach die Tatsache, dass Putin das, was bei uns passiert, als Schwäche auslegt, diese Schwäche ausnutzen will, um möglicherweise auch einen Spaltungsprozess in NATO und EU zu erreichen, aber auch in Deutschland zu erreichen. Wir stehen ja auch vor Landtagswahlen, die dann möglicherweise manche Entscheidungen in dieser Richtung durchaus beeinflussen können, was ich nicht für gut halte. Wahlen sollten da keine Rolle spielen, sondern da sollte man die Sicherheit Deutschlands im Auge behalten. Und wie Frau Eppelbaum gerade gesagt hat, wenn Deutschland eine Position der Stärke zeigt, dann hat das auf Putin mehr Wirkung, als wenn wir anfangen, darüber laut zu diskutieren, was denn nun mit Blick auf Verhandlungen gut oder schlecht ist. Ich finde es gut, dass unser Bundeskanzler das mit im Blick hat. Und zur Führungsmacht, wenn man es so formulieren will, gehört eben auch immer dazu, diese abwägenden Argumente mitzuhören und mitzugewichten und auf dieser Grundlage zu entscheiden, was geht und was geht nicht, was ist angemessen, was hilft wirklich der Ukraine, und das werden wir auch weitermachen, und wie stehen unsere Partner dazu. Ein Alleingang in dieser Situation, den Sie ja fordern, den finde ich eher unverantwortlich als das, was der Bundeskanzler im Übrigen auch mit dem Einverständnis vieler Menschen in unserem Land jetzt hier auch macht und welchen Weg er geht. Und diese Besonnenheit, finde ich, diese Besonnenheit gehört zwingend auch zu einer Führungsmacht dazu. So. From the beginning of this war, nun, seit Anbeginn des Krieges ist es sehr gefährlich gewesen. Und die Angst, dass Putin chemische Waffen und Atomwaffen nutzt, gibt es seit Anfang an. Das ist in Washington und in allen europäischen Hauptstädten schon seit Februar diskutiert worden. Ich sehe in diesem Zusammenhang jetzt nicht, dass es hier zu einem Wendepunkt gekommen ist. Wir wissen aber über Putin, wenn er gegen etwas ist, wenn er mit dem Rücken zur Wand steht, dann zieht er sich zurück. Er nimmt so viel, wie er kann, und wenn er in die andere Richtung gedrängt wird, dann macht er oft einen Schritt zurück. Man muss bedenken, er hat damit gedroht, dass Schlimmes passieren würde, wenn Finnland und Schweden der NATO beitreten. Und dann hat man festgestellt, sie können auf einmal der NATO beitreten und es ist in Ordnung. Er hat auch gedroht, dass etwas Schreckliches passiert, wenn der Westen beginnen würde, Waffen in die Ukraine zu schicken. Das ist passiert und nichts Schlimmes ist passiert. Man muss also sehr vorsichtig sein. Er nutzt diese Sprache des Terrors und der Bedrohung, um unsere Politik zu gestalten. Man sollte hingegen dem lauschen, was die Ukrainer sagen. Sie kämpfen diesen Krieg hier und sie möchten weiterkämpfen. Sie glauben, und das ist auch auf Grundlage deren Verständnisses der russischen Armee, der russischen Mentalität, sie glauben, dass wenn sie den Russen zeigen, dass der Krieg noch weitergehen kann, wenn sie aber zeigen können, dass das Bündnis geeinsteht, dass die Russen sich zurückziehen können, dann wird es zu einem Ende der Kampfhandlungen kommen. Und wir sollten ihnen Gehör schenken, denn die sind diejenigen, die am besten wissen, wie man diesen Krieg führen sollte. Die Angst, die nehmen Sie nicht ernst? Nein, ich nehme sie nicht ernst, weil Putin typisch deutsche Angst bedient. Dem französischen Präsidenten sagt er, wir zwei müssen uns, wenn Trump wiederkommt, Gedanken über die europäische Führung machen. Dem deutschen Bundeskanzler spricht er von nuklearer Eskalation. Aber die Franzosen haben Alleingang weit vor Deutschland, Monate vor Deutschland, Artilleriesysteme geliefert, die sehr wirksam waren. Die Polen haben moderne T-72, moderner als unsere alten Leopard 1, geliefert, 240 Stück. Auch da ist keine Eskalation passiert. Also er bedient die deutsche Angst. Und das sollten wir auch der deutschen Öffentlichkeit immer wieder sagen, dass wir hier einer Chimäre aufsitzen.